Das war schön, aber du musst jetzt gehen. Immer dasselbe. Was bist du denn Sack endlich los? Ich kann nicht. Eins verspreche ich dir. Fasst er dich einmal falsch an, mach ich ihn kalt. Ist das eine gute Luft, ne? Oh, ich freue mich schon so auf die Piste. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Ja, ich hab sonst keine Zeit gehabt. Aha. Was will denn der Doc? Boah, geh bloß nicht ran. Wir haben schließlich Urlaub. Michael! Hey, Rebecca! Ah. Hey, schön, dich zu sehen. Alles klar? Oh Mann, ist das eine Ewigkeit her. Allerdings. Aber ich hab dich sofort wiedererkannt, auch ohne Bart. Hm. Die Glatze ist auch nicht schlecht. Ja, kann man nichts machen. Aber du hast dich auch echt wenig verändert. Voll siehst du aus. Das ist jetzt Alex. Hallo. Hi. Freut mich. Ja. Vielen Dank, dass wir bei dir wohnen dürfen. Ah, das ist Peter, mein Mann. Servus. Alex, hallo. Michael. Hallo. Servus. Ja, wir freuen uns total, dass ihr da seid. Ja, ich hab noch einen Termin, aber wir sehen uns ja noch, ne? Ja, klar. Also. Oh Mann, ein Hotel mitten im Skigebiet. Michael hat erzählt, du hast das geerbt von der Patentante? Vor 3 Jahren. Seitdem bin ich hier. Großstadtleben ade, aber ich vermisse es kein Stück. Glück muss man haben. Es kommt erst mal rein, ich zeige euch alles. Die Sachen? Lass einfach stehen, es kümmert sich gleich jemand drum. Wunderbar. Jetzt suchst du Michael und Alex. Ja, ich habe schon versucht anzurufen, aber es hebt keiner ab. Ja, wir wollten heute zusammen in Urlaub fahren. Ich war extra beim Friseur und habe mir freigenommen. Doc, ich befürchte, die beiden sind ohne dich los. Was? Ohne mich? Ja, also ich glaube, denen war gar nicht richtig bewusst, dass du mitfahren wolltest. Ich habe es denen doch deutlich gesagt, das gibt's ja nicht. Also die können mich doch nicht vergessen haben, oder? Also vergessen haben sie dich schon mal nicht. Ich glaube, ihr habt einfach nur aneinander vorbeigeredet. Mit Sicherheit keine persönliche Kiste. Mit Sicherheit nicht. Hey, Leute. Was ist das? Boah. Doc, was ist das für ein Outfit? Der Zirkus ist in der Stadt. Entschuldige, Doc. Okay. Gerrit, die Kollegen vom Betrugsdezernat brauchen dringend unsere Hilfe. Okay, um was geht's? Das weiß ich noch nicht so genau. Aber die schicken uns gleich noch ein paar mehr Unterlagen. Gut. Tolles Outfit, Doc. Ja, danke. Also, euer Gepäck ist schon in eurem Zimmer. Skier stehen im Skikeller. Wenn ihr noch fit seid für die Piste. Ja, logisch. Der Skibus hält direkt vor der Tür. Das ist unsere letzte Chance. Mein Problem, Sie kennen mein Angebot. Peter, was sollen die Leute denn? Misch dich da nicht ein. Herr Burgmeister, warten Sie doch. Mein letztes Wort ist gesprochen. Wiederschauen. Was war das? Nichts. Kommt, ich zeig euch euer Zimmer. So. Ein Doppelzimmer? Was hast du Rebecca denn erzählt? Ich hab total gepennt. Shit. Wir sind kein Paar, also wir sind nur Kollegen. Oh Gott, das ist jetzt aber peinlich. Jetzt haben wir auch gar kein anderes Zimmer frei. Ach komm, vielleicht. Rebecca ist egal. Teilen wir uns das Zimmer. Ist ja nicht das erste Mal. Hm. Super. Okay, wie gesagt, der Skibus hält vor der Tür. Ich lasse euch dann mal. Okay. Wir sehen uns nachher auf der Piste. Vielen Dank, lieb von dir. Bis nachher. Ciao. Tschüss. So, das nehme ich. Und dann lass uns beeilen. Mal Alex,
Fandst du den Mann von Rebecca nicht irgendwie ein bisschen komisch? Ich fand den unsympathisch. Hä? Wieso? Der hat doch fast gar nichts gesagt. Ja, trotzdem. Bist du eifersüchtig? Ach, so ein Quatsch, Alex. Rebecca und ich, wir sind echt nur Kumpels. Das war immer schon so. Nee, aber ich hätte auch gerne gewusst, worum es bei dem Streit an der Rezeption ging. Michael, das geht uns doch überhaupt nichts an. Und jetzt hopp, hopp, der Berg ruft. Ja, mal keinen Stress, Kollegin. Ich bin hier im Urlaub. Von mir aus können wir auch direkt mit Abregie anfangen. Ja, das hättest du wohl gerne. Und morgen früh kommst du da nicht aus den Federn, ne? Und? Gibt's ein Langschläferfrühstück. Alles wunderbar. Ja, aber nicht für uns. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe ein super Verwöhnprogramm für uns beide gebucht, hier nebenan in der Therme. Morgen früh um 7:30 geht's los. Bitte was? 7:30? Ich bin hier im Urlaub, da kannst du echt alleine hingehen, echt? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich fürchte schon. Die Firma steht unter Verdacht, Gelder in Millionenhöhe unterschlagen zu haben. Und kurz vor der Prüfung haben sie versucht, das Zeug zu schreddern. Wie versucht? Also ich würde sagen, das haben sie ganz gut hinbekommen, oder? Jedenfalls, wir dürfen es ja zusammenfrickeln. Mal eine Frage. Wieso machen die Kollegen das nicht selbst? Ja, und die schicken uns jemanden zur Hilfe. Oh, toll. Super. Ist auch noch. Leute, ihr habt doch als Kinder sicher auch gerne gepuzzelt, oder? Nein, ich habe Fußball gespielt. Ja. Ich habe einen Vorschlag. Warte mal ganz kurz. Hat Alex gerade geschickt. Schöne Grüße aus dem Paradies. Ja, wir sind hier in der Schnipselhölle. Ich würde jetzt auch gerne beim Skifahren. Ich habe eine Idee. Ich mache coole Mucke und dann legen wir los. Na ja, gut. Geile Mucke kann ja erstmal nicht schaden. Mit dem Loslegen weiß ich noch nicht so genau. Das ist doch dieser Mustafa. Sandal? Sandal! Na gut, fang mal an. Los, bringt ja nichts. Klebestift für jeden. Gerrit? Schenk bitte. Hey, ihr zwei. Willkommen auf dem Nebelhorn. Ja, danke. Hallo. Oh Mann, das war ganz schön steil. Ja, komm, ich sehe dich mal nicht so an, du Flachland-Tiroler. Michael, die Skier sind neu und ich bin ewig nicht gefahren. Setz dich doch am besten in den Lift und fahr zur Wellnessbehandlung runter. Oh, Alex, lass dich von dem bloß nicht ärgern. Gerade wenn man eine Weile nicht gefahren ist, sollte man es langsam angehen. Jan! Kommst du mal bitte? Jan ist einer unserer Top-Skilehrer in Oberstdorf. Ah. Hallo. Servus. Grüß euch. Jan, ich weiß, heute ist eigentlich dein freier Tag, aber Alex ist ein bisschen aus der Übung. Würdest du ein paar Runden mit dir drehen? Klar, kein Problem. Echt? Ja, cool. Ich schmeiß mich dann mit dem Rennfahrer hier auf die Piste. So machen wir das. Wir sehen uns beim Abregie, Kollege. Ja. Also, halt und bei, viel Spaß. Okay. Komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand. Morgen die Welt, egal wohin du bist, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du bist, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Dankeschön. Sehr gut. Dann nimm nur die mit, nimm die beiden großen. Ja, okay. Danke dir. Danke. Hey, neue Runde. Juhu. So, bitteschön. So. Dankeschön. Ja. Und wieder anstoßen, oder? Groß. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ja. Gut. Übrigens, in der Kneipe hier, ja, da haben Rebecca und Peter sich kennengelernt. Ach echt? Ja, vor ziemlich genau 3 Jahren. Peter ist dann ja auch gleich hierher zu mir gezogen. Macht ja keine halben Sachen, ne? Jetzt managt er die ganzen Events im Ort. Echt, ist ja cool. Ja, geht so. Was ist los? Der Streit heute bei euch im Hotel. Ging's da um deinen Job? Ja, was Persönliches. Der
Arsch will uns die Zukunft versauen. Ach, Schatz, komm. Ist doch wahr. Die Wahrheit ist, das Hotel läuft gerade nicht so besonders. Es gibt einfach zu viele Wellness-Tempel im Ort, da können wir nicht mithalten. Aber du hast doch gesagt, dass euer Hotel ausgebucht ist. Aber nur, weil wir die Zimmer zu Dumpingpreisen verschleudern. Lange geht das nicht mehr gut. Es könnte sich alles ändern. Könnte. Wenn die Gemeinde wie geplant hinter dem Hotel die Kundenstation bauen würde. Aber dieser Bauerntrampel verhindert das alles. Und wie macht er das? Der rückt das Land nicht raus. Kein Land, keine Gondelstation, keine Gondelstation, keine Gäste, finito. Alles, Runde Schnaps. Du hattest echt genug, komm jetzt los. Hätte nur einen trinken dürfen. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Peter! Entschuldig bitte. Er ist nur so wütend, weil er damit nicht umgehen kann. Er weiß doch, wie sehr ich am Hotel hänge. Das war ja auch mein Fehler. Ich hätte einfach nicht fragen sollen. Quatsch, Michael, ist doch nicht deine Schuld. Ihr sollt doch euren Urlaub genießen. Komm, jetzt stoßen wir erstmal an, ja? Und eine Runde Schnaps. Oh. Gib mir noch eine. Prost.